Hallo, hier ist Ian und willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Beim letzten Mal haben wir erfahren, dass wir zum Museum sind und waren noch ein wenig einkaufen. Die Schnitzeljagd haben wir auch gewonnen. Jedenfalls, heute werden wir uns zum Museum begeben. Dieser Fall zeigt nur zum Laden, ne? Von Kräutern bis zu Waffen und Rüstung. Wir haben alles für sie, aber beim Kaufhaus waren wir auch schon beim letzten Mal, wie gesagt. Equip und alles in der Videobeschreibung. Allerdings wollen wir heute zum Museum gehen und das müsste eigentlich nur etwas weiter sein. Genau, ihr seht schon hier, führt das Schild direkt dorthin. Diese Richtung zum Ball-Museum. Dieses Museum oder das Museum ist für die Öffentlichkeit geöffnet. Sehr schön und Moment, ganz kurz, das stört mich gerade, auch wenn ihr mir das nicht glaubt. Aber dieser Controller hier, ich habe zwei Controller und der eine hakt sich manchmal ein beim D-Pad. Und das ist ganz schön doof. Okay, alles hinbekommen, jetzt ist es viel schöner. So jedenfalls, bevor wir ins Museum reingehen, können wir etwas machen, was sehr viele Leute immer wieder übersehen. Was meint sie wohl? Wir können ihr nämlich ein wenig helfen, und zwar müssen wir mit diesem kleinen Mädchen hier reden. Oh, was denn los? Warum hast du deine Mutter, hä? Huh? Du bist doch gar kein Teenager. Deine Lieblingsbrosche verloren. Bitte, Justin, so hilfst du mir bei so... Natürlich übernehmen wir das. Okay. Na, wo hast du sie denn verloren? Das wäre ganz gut zu wissen. In der Nähe vom Museum. Okay, dann würde ich mal sagen, schauen wir einfach mal in der Nähe vom Museum, denn wenn wir uns da ein bisschen die Mühe machen... Und hier ein bisschen wild X drücken. Irgendwo hier müsste das nämlich sein. Ah, hier ist es ja. Da ist sie. Schau zu. Das ist sie. Maries Brosche gekriegt. Marie ist meine Cousine, die meinen Final Fantasy 10 Stand damals gelöscht hat. Ja, ich habe da nicht so erfreuliche Erinnerungen damit. Aber inzwischen ist sie auch älter. Inzwischen ist alles besser. Ja, natürlich. Nein, ich komme noch nicht rein, um da zu spielen. Ich meine, wer spielt in einem Museum? Welch, wenn es Dinosaurier gibt und so. Aber das ist hier nicht der Fall. Aber gut. Schauen Sie, das ist die Brosche Ihrer Tochter. Okay, alles klar, dann übernehmen wir das selber und geben Marie einfach mal ihre Brosche wieder. Ich weiß, das ist so eine Kleinigkeit, man kriegt nicht mal wirklich viel dafür, aber es ist eine kleine Nebenaufgabe, mehr oder weniger. Das ist noch nicht mal eine, na, wenn man das als Sidequest bezeichnen kann. Auf der ersten CD gibt es nämlich leider keine, nur dass ihr da Bescheid wisst. Da waren sie doch etwas sparsam mit diesem riesigen Spiel, aber... Dafür ist die Hauptstory so gigantisch groß, dass ich mir das... Ja, das können sie sich so erlauben, schätze ich mal. Auf jeden Fall, wenn wir dann nochmal mit der Mutter reden, dann kriegen wir als Zeichen ihres Dankes... einmal eine Wundsalbe, ganz toll. Kann man auch eigentlich verkaufen, aber hey. So jedenfalls, das Ballmuseum. Genau hierhin wollten wir heute. Wo man sich ganz den Fortschritten der Archäologie widmet. Ich mag auch die Mucke hier, die ist so ein bisschen... Archäologisch? Ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist. Nicht, wahrscheinlich nicht archäologisch, aber hey. In der Vergangenheit standen die Geisterscheine für die Segnung der Ikaria durch die Geister. Die Ikaria teilten die Macht des Geisterscheins mit den Menschen. Alle lebten im Wohlstand. Als sie jedoch nach noch mehr Wohlstand strebten, verdunkelte ihre Gier den Geisterstein. Wahrscheinlich ist das auch so eine Lehre für die Menschheit, hä? In 7 Teile zersplittet. Kann es tatsächlich sein, dass ich einen dieser Teile in meinem Besitz habe? Wer weiß, mal sehen, was der Kurator sagt, aber wenn das der Fall ist, dann müsste das doch viel zu wertvoll sein, als dass er mir den einfach so überlässt. Ich meine, naja, wer weiß. Nun denn. Das ist der Kurator. Was denn? Das ist die neue ikarische Statue, von der Justin gestern eigentlich schon geredet hat. Genau das meinte ich, eigentlich konnte er gar nicht wissen, dass es hier schon eine neue gibt oder wie sie aussieht, aber hey. Domruinen auf dem neuen Kontinent, Elentia, alles Begriffe, die erstmal noch nicht wichtig sind. Ja, ich wollte es nicht so sagen, dass es gespoilert ist. Würde es das? Ich glaube, manche andere Sachen würden mich auch zum Mann machen, aber hey. Um eine Traumwelt zu schaffen, man spricht von schwimmenden Städten und Raumschiffen. Dampfmaschinen, die immer laufen. Priester, die nicht altern. Ja, ganz toll, ne? Nur eine Minute. Immerhin bin ich eine sehr verständige Frau. Diese Ikaria muss man für Könige mit großer Macht gehalten haben. So viel ist sicher. Historisch gesehen müssen diese Könige die Geister und die Geistersteine geschaffen haben, um ihre Macht zu legitimieren. Oh.
Archäologie ist nicht romantisch. Okay, Kinder finden scheinbar nicht alles romantisch. Ich glaube, du langweilst dich, wenn alte Mythen Wissenschaft werden. Richtig, ich komme heute nicht in die richtige Stimmung. Ich kann nicht beweisen, dass es nicht wahr ist. Das heißt, er kann zumindest nicht sagen. Okay. Und was genau willst du uns dazu sagen? Ist er echt? Ich kann nicht sagen, ob er echt ist oder nicht. Der Geisterstein existiert nur in Mythen. Ich habe versucht, ihn chemisch zu analysieren, aber es ging nicht. Er ist härter als Diamant und ich habe aufgegeben. Okay, das ist interessant. Das heißt, unter gar keinen Umständen ging das Ding kaputt, ja? Okay, aber ich meine, da muss er doch selber wissen, wie wertvoll das Ding ist, wenn er sogar härter ist als Diamant. Aber hey, wir haben unseren Geisterstein wieder. Das ist sogar ein recht interessantes Item im Kampf. Man muss es nicht einsetzen, weil so viel bringt es nicht. Aber es ist trotzdem interessant. Ja, hier wie in Final Fantasy 1 kann man da tatsächlich Items im Kampf verwenden, die sonst nur equipped sind. Aber gut. Nun, dann weg ist er. Justin, der Abenteurer wird sie lösen. Aber bevor wir das machen, können wir, oder um die nächste Szene zu triggern, würde ich sagen, schauen wir uns diese Statue doch einmal ganz genau an. Interessant, ne? Auf jeden Fall, die haben auch einen riesigen Kopf. Sieht doch ein bisschen platt aus, würde ich mal meinen. Aber hey, natürlich weiß ich es, ein Abenteurer muss viele Dinge wissen. Aber weißt du, es macht keinen Spaß, nur den Abenteuergeschichten anderer Leute zuzuhören. Elenzi erwartet auf mich mit Bergen interessanter Dinge. Nun denn. Vielleicht kommen wir ja wirklich eines Tages nach Elencia, hä? Das wäre geil. Das wäre eine geile Zielsetzung, hä? Angelo zu finden. Ja. Oh fuck. Wer ist das denn angestellt? Beruhige dich, man muss es nur reparieren. Ich meine, hat er das nicht gehört? Der kommt doch bestimmt gleich angerannt. Ja, okay, das ist wahr. Der hat wirklich sehr gestrahlt. Dem wollen wir das nicht versauen, ne? Okay, du erinnerst dich, wie sie aussah. Okay, ich meine, an sich wäre das nicht zu kompliziert gewesen. Aber wie schafft er das nur so? Ich weiß es nicht. 70% sind richtig. Ja, das mag schon sein. Aber 70% gibt es hier nicht. Hier gibt es nur richtig oder falsch. Sieht aus, als würde ihm der Kopf aus dem Arsch jetzt kommen. Und Flügel obendrauf. Aber gut, ich würde sagen, wir reden mit dem Kurator, der wollte ja eh noch was von uns. Vielleicht sollten wir ihm auch erzählen, was hier passiert ist. Warum nicht? Ich meine, kriegen wir wahrscheinlich den Arsch vor, aber ich meine, härter als seine eigene Mutter wird er wohl nicht zuschlagen, oder? Ah, ich mache auch die Mucke hier. Ja, ich mache auch die Mucke hier. Ich hatte es immer in der Tasche und war bereit, es dir zu geben, um dich lächeln zu sehen. Das klingt, das habe ich auch noch nie so gesehen, aber es klingt eigentlich auch ein bisschen pervers. Aber gut, ich lasse das mal so stehen. Jedenfalls, ja, mir gehen die Worte wirklich nie aus. Ja, das ist so eine Sache. Es zufällt sogar schon um mir. Was machen wir jetzt so? Denke, wir sollten ihm die Wahrheit sagen, vielleicht? Ich weiß es auch nicht. Wir können ihm die Wahrheit sagen. Wir können aber auch lügen. Wir haben hier die Möglichkeit, allerdings, ich kann so viel sagen, egal was ihr sagt, das ändert diese Szene nicht, aber für diesen Fall sage ich die Wahrheit. Ich habe die Statue zerbrochen. Du bist ein Witzbold. Wenn du die Statue zerbrochen hättest, wenn du sie tatsächlich zerbrochen hättest, die ich gerade repariert habe, das könnte ich nicht ertragen. Okay, tiefer bohrt er nicht, dann lassen wir das einfach so, wenn du meinst, wir haben gescherzt. Aber hey, ich hab's ja eigentlich gesagt. Mein Geschenk für dich ist dies. Na, er hat was anderes in seiner Tasche, und zwar ein Empfehlungsschreiben. Die Galil-Armee sucht wieder in den Sultrain. Ich habe einen Besuch für zwei Personen arrangiert. Oh, das ist ja richtig nice. Ja, anscheinend. Dann würde ich sagen, genießen wir das doch. Justin, du kannst selbst herausfinden, ob der Geisterstein echt ist oder nicht. Nun denn, das machen wir doch natürlich with pleasure. Aber dieser Geisterstein, ich bin mir übrigens nicht sicher, ob man den auch einfach in den Koffer legen darf, weil man den eigentlich doch dabei haben müsste. Darum lasse ich den Justin eigentlich immer equipped. Den Empfehlungsbrief brauchen wir eh, denn damit kommen wir dann dort rein. Ansonsten alte Waffen, sowas wie den Holzstab,
Den könnt ihr auch verkaufen oder halt, ihr könnt halt verschiedene Waffen auch mit beibehalten, damit ihr sie während des Spiels noch auswechseln könnt. Über die ganzen Waffen und alles gehe ich gleich. Ansonsten möchte ich nur vorsichtshalber Sue auch was zum Heilen geben. Ungefähr so. Allerdings staggert Sue ziemlich schnell im Kampf, wenn sie getroffen wird. Deswegen ist von ihr aus im Kampf heilen ein bisschen doof. Aber genaueres, dazu kommen wir noch. Keine Sorge. Wir haben ja eine Menge Überzeit, dass ich das Kampfsystem auf jeden Fall ausgiebig erklären kann in diesem Part. Genauso verschiedene Statusattribute. Aber gut, wir sind erstmal draußen. Oh. Ja, ich meine, eigentlich haben wir es ihm schon gestanden, aber gut, gehen wir einfach zurück. Oh, das ist böse. Wenn wir hier jetzt zurückgehen, wird er uns das Empfehlungsschreiben wegnehmen. Ja, dann sind wir halt mal so dreist und lassen das so stehen. Ich meine, wir können nicht mal wieder rein. Ja, ihr seht schon, das geht nicht. Moment mal, nicht wir. Ich habe gar nichts gemacht. Ich dachte, wir sind ein Team, Sue, aber gut. Aber es freut mich, dass ihr... Ja, dann ist ja gut, wenn ihr beide euch wieder lieb habt. Dann passt das natürlich wundervoll. Jedenfalls, um die Stadt zu verlassen, denn wir müssen jetzt in Richtung der Sidereen, müssen wir einfach hier lang zur Mana-Straße. Ihr seht schon, das Spiel hat keine direkte Overworld, leider. Aber ihr könnt auf der Karte quasi verschiedene Lokationen anklicken und eben zum Beispiel hier die Mana-Straße ist quasi zwischen Sidereen und Hafen von Palm, wo ihr eben gegen Monster kämpfen müsst. So ist das im Spiel gemacht. Ich finde es in Ordnung. Ich finde eine richtige Overworld tatsächlich halt doch besser, so wie in den alten Final Fantasy Teilen, aber ich kann hier damit leben. Einfach auf, weil man diese Zwischengebiete hat. Also es geht. Es geht. Aber gut, wir sind auf der Mana-Straße, wo wir das erste Mal Encounter treffen werden. Jedenfalls bevor wir das machen, möchte ich euch erstmal ein bisschen was erklären. Und zwar zu den verschiedenen Waffen, zu den verschiedenen Statuswerten und so weiter und so fort. Zuallererst, habe ich das Hochschwert? Ja, habe ich. Warum habe ich bei Justin das Schwert zuerst ausgerüstet? Das erklärt sich auf folgende Art und Weise. Ihr seht schon, Justin kann drei verschiedene Waffen nehmen. Die Schwerter, die Keulen und die Äxte. Auf der rechten Seite seht ihr, wie viele Stufen man erreichen muss mit den verschiedenen Waffen, damit man diese Attribute steigert. Und wenn ihr diese Level erreicht habt, kriegt ihr neue Fähigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Schwert auf Stufe 6 und die Keule auf Stufe 4 habe, lerne ich eine neue Fähigkeit, eine neue Spezialattacke. Allerdings, die letzte Attacke ist halt noch Fragezeichen, wie viele ihr dafür oder wie hoch eure Werte dafür sein müssen, weil man die erst später kriegen kann. Das heißt, selbst wenn ihr diese Werte habt, könnt ihr diese Attacke noch nicht lernen, bis ihr einen bestimmten Punkt in der Story erreicht habt. Ansonsten bei Sue, sie kann eben Keulen oder Wurfgeschosse, sagen wir einfach mal Wurfgeschosse einsetzen. Da ich im ziemlich baldigen Teil des Spiels mit ihr wirklich nur noch mit der Keule spielen werde, möchte ich doch erstmal mit ihr den Bogen bzw. Wurfgeschosse nehmen, einfach auch weil jede Stufe, die ihr mit dem Bogen kriegt, ihr seht schon, daneben stehen Attribute, die gesteigert werden. Sie kriegt dafür immer plus 2 Stärke. Stärke ist mir ziemlich wichtig, denn Stärke... Stärke gibt den Grundwert für den Schaden an, den ein Charakter austeilen kann. Je höher dieser ist, umso mehr Schaden kann ein Charakter mit waffenbasierenden Angriffen ausführen. Das heißt, sie wird dann ziemlich stark und das ist nicht nur für den Bogen, sondern allgemein gedacht. Das heißt, es beschränkt sich nicht nur darauf. Deswegen ist mir das ziemlich wichtig. Bei Justin allerdings könnte ich zwar ein bisschen auf TP und Lebenskraft geben, mir nicht interessiert aber vor allem die Klugheit, die er eben kriegen kann, wenn ich mit dem Schwert kämpfe. Denn die Klugheit gibt den Grundwert an, wie schnell sich der Charakter auf der IP-Leiste bewegen kann. Je höher dieser Wert ist, umso schneller kann der Charakter einen neuen Befehl eingeben. Was das genau heißt, werdet ihr sehen, wenn das Kampfsystem startet. Ansonsten Axt werde ich wahrscheinlich erstmal nicht nehmen, das heißt, die Stärke leidet erstmal ein bisschen bei Justin. Aber ich kann euch so viel sagen, diese Waffenlevel sind viel wichtiger als die Level, die ihr kriegt durch Level-Up. Genauso gibt es in diesem Spiel auch Magie, die wir aber leider noch nicht haben, oder Zauber. Aber auch diese Zauber können dann extrem eure Statuswerte boosten. Genauer dazu, denke ich, komme ich erst, wenn wir Magie haben, das wird sich aber noch ein bisschen ziehen. Von daher zeige ich euch doch einfach mal einen Encounter. Na, da haben wir was. Das passt doch schon mal. Dann kann ich nämlich diese ganze Erklärung noch in diesen Part hauen. Und beim nächsten Mal kann ich mir das dann sparen. Hier sind schon die stärkeren Gegner in diesem Gebiet. Das sind die Tausendfüßler. Hier gibt es zwei verschiedene, Tausendfüßler und Mana-Käfer. Beide haben keine elementaren Schwächen oder Waffenschwächen oder was auch immer. Jedenfalls, sie haben 32 Leben, das ist ein bisschen viel. Jedenfalls, das Kampfsystem funktioniert folgendermaßen. Ihr seht schon, jeder dieser verschiedenen Charakter, so wie wir jetzt auch der Gegner, bewegt sich auf dieser IP-Leiste. Sobald man Befehl erreicht, dann stoppt das Spiel kurz und ihr könnt einen Befehl einsetzen. Das heißt, es ist so eine Art Mischung aus Echtzeit- und rundenbasierten Kampfsystemen. Ihr könnt zum Beispiel Kombi machen, da greift ihr in der Regel zweimal an. Es gibt aber auch Items, dass man das erhöhen kann.
kritisch. Damit haut ihr einmal härter zu, was insgesamt schwächer ist als ein Kombiangriff. Allerdings haut ihr damit einen Gegner auf der IP-Leiste wieder zurück. Erst recht, wenn er zwischen Befehl und Aktion ist, in dem Bereich, wo man sich quasi für den Angriff bereit macht. Wenn ihr ihn da mit einem kritischen Angriff trefft, dann verliert er seinen Angriff und rusht richtig weit nach hinten. Also das ist richtig gut, um Gegner aufzuhalten. Ansonsten verteidigen kann man sich bewegen oder eben stehen bleiben. Das heißt, wenn ich hier auf Ausweichen gehe, kann ich halt irgendwo anders hinlaufen. Das kann halt bei Attacken, die manche Gegner einsetzen, wichtig sein. Ansonsten Ausdauer halt, wenn man unbedingt blocken will. Dann haben wir noch Techniken und Zauber. Im Moment halt nur Techniken, keine Magie oder keine Zauber. Übrigens, die Zauber sind hier interessant gelevelt. Das habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal angesprochen auf Stufe 1, 2, 3. Dazu kommen wir aber später. Jedenfalls, Puffywurf ist ihre Spezialfähigkeit, mit der sie ihr kleines Tierchen wirft. Ansonsten, Justin hat genau dieselben Sachen, aber er hat als Spezialattacke den V-Schlag, womit er einen V-förmigen Schlag macht. Ich würde aber sagen, der Puffywurf wird wahrscheinlich diesen Tausendfüßler nicht töten, darum gehst du nochmal hin mit physischen Angriffen. Wenn jemand einen Spezialangriff macht und er ist fertig aufgeladen, dann triggert dieser normalerweise sofort, genauso die Magie. Gibt aber Ausnahmen, bei Kombi zum Beispiel muss Justin leider erst zum Gegner laufen. Ungefähr so. Ihr könnt natürlich auch sehen, wen der Gegner angreifen will, zum Beispiel jetzt sehr offensichtlich, dass er auf Sue will. Das heißt, jetzt kann ich überlegen, ob ich kontern will, aber Sue wird zu lange brauchen, darum werde ich lieber verteidigen. Das Ding ist allerdings, ihr verbessert eure Waffen leider nur, wenn ihr tatsächlich angreift oder die Zauber, wenn ihr tatsächlich zaubert. Deswegen bin ich eigentlich jemand, der lieber angreift als blockt, weil man beim Blocken keine Punkte dazu kriegt. Aber in manchen Situationen, zum Beispiel bei Subu, weil sie einfach viel zu lange staggert, wenn sie getroffen wird, mache ich das lieber so. Aber nicht zu schwer. Ja, ansonsten, wie ich meine Sachen level und so, werde ich garantiert auch mit der Zeit halt. Ihr werdet es locker mitkriegen und jetzt habe ich den Screen zu schnell weggedrückt. Den erkläre ich dann wahrscheinlich erst beim nächsten Mal. Ist doch nicht so wild. Aber ist mir doch lieber, dass ich das direkt am Anfang cover. Und was ihr nämlich machen könnt, ihr habt nämlich unendlich quasi davon. Ja, und Moment, das ist alles. Nein. Kämpfen tun wir weiter beim nächsten Mal. Ich will euch nur was zeigen, wenn ich weiter zurückgehe. Wo ist denn? Da ist der Savepoint. Dass ihr euch quasi unendlich hier heilen könnt und auch die SP zum Beispiel werden dadurch wieder aufgeladen. Und ihr könnt eure Spezialangriffe wieder so oft machen, wie ihr wollt. Gegner respawnen nicht. Aber gut, werden wir beim nächsten Mal die Zeitruine erreichen und was werden wir da dran finden, wenn wir rein dürfen? Tja, findet's raus beim nächsten Mal in Let's Play Grandia. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal, bis dahin.